Hallo zur nächsten Folge von You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen. Heute wieder mit einem vegetarischen Gericht, gratinierte Portobello-Pilze. Mein absolutes Lieblingsgericht, wenn es um vegetarische Sachen geht. Ich zeige euch mal was. So, also ihr braucht auf jeden Fall eine feuerfeste Form, wo wir nachher drin gratinieren. Eine rote Chilischote, den Saft von einer Zitrone, 2 Knoblauchzehen, Cheddarkäse, Öl, Pfeffer, Salz und natürlich Pilze. Ich habe jetzt hier immer noch von den Portobello-Pilzen welche übrig, also werde ich die verarbeiten. Ihr könnt das genauso gut mit Riesenchampignons machen. Ob die jetzt braun sind oder weiß, ist vollkommen egal. Es ist, wenn ihr Riesenchampignons habt, die gehen ja dann beim Gratinieren, werden die ein bisschen kleiner. Das ist quasi dann Fingerfood, also ein Hub sind sie weg. Geschmacklich eine absolute Offenbarung und ich zeige euch das mal und macht das auf jeden Fall nach. Ich kann es nur empfehlen. So, den Knoblauch und die Chili habe ich jetzt, naja, sagen wir mal relativ fein gehackt, aber auf jeden Fall dürfen es noch Stücke sein. Man darf ja auch was drauf beißen. Chili in so Ringe. Das wandert jetzt alles hier in den Topf oder in die Schüssel. Dazu kommt der Zitronensaft. Ordentliche Ladung Olivenöl. Und was ich vergessen habe und was ich jetzt noch holen muss, ist frische Petersilie. So, und so schnell geht's. Frische Petersilie aus dem Garten. Die wird jetzt relativ grob zerhackt. Das reicht schon. Und man hat dann mit in den Topf für die Marinade. Damit wird das alles schön durchgemengt, damit sich der Zitronensaft und das Olivenöl schön miteinander vermengen können. Noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer dazu. Und dann kann ich die Pilze putzen und dann marinieren. Ich habe das jetzt mal vorbereitet. Als nächstes ziehe ich jetzt die Haut von den Portobello-Pilzen ab, damit die Marinade besser in das Fruchtfleisch oder in das Fleisch von dem Pilz eindringen kann. Es geht ganz leicht. Und der Strunk wird auch rausgebrochen. Und dann habt ihr quasi einen solchen Pilz. Und der kommt dann in die Schüssel zum Marinieren. Ich bereite jetzt die anderen mal vor und dann geht's weiter. Die Pilze sind fertig mariniert, bereit zum Gratinieren. Jetzt kommt halt noch eine Scheibe Cheddarkäse oben drauf, die dann gleich schön schmelzen kann. Und dadurch, dass wir den Strunk rausgebrochen haben, sammelt sich die ganze Feuchtigkeit quasi in diesem Kelch, wo der Strunk mal war. Und es ist ein Traum. Ich benutze dafür den Rotisserie-Brenner von meinem Napoleon. Ihr könnt das versuchen, ob das indirekt auf dem Holzkohlegrill geht. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich benutze halt auf jeden Fall den Infrarotbrenner. Also der Käse wird schön schmelzen. Und es braucht maximal 5-6 Minuten auf dem Rotisserie-Brenner und dann ist es fertig. Ich schmeiße es mal auf den Grill. So, der Grill ist vorgeheizt. Einfach da drunter und dann 5 Minuten sind sie fertig. So, Halbzeit, Zeit die Pilze mal zu wenden. Ich hoffe, mir die Form mal zu wenden. In 3 Minuten sind sie fertig. So, die Pilze sind fertig. So schaut es dann aus. Ich richte mal an. Eine wirklich sehr leckere Sache. Macht es auf jeden Fall nach. Viel Spaß beim Nachgrillen. Bis zum nächsten Mal. You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen.